London. Seit einem Jahr begeistert das Erfolgsmusical Sister Act im berühmten Palladium Theater jede Woche tausende Besucher. Co-produziert wird die großartige Show von Sister Act-Kultstar Whoopi Goldberg. Am 2. Dezember 2010 feiert das turbulente Klosterspektakel auch in Hamburg Premiere. Seit Monaten sucht das Stage Entertainment Casting Team deshalb auf Hochtouren nach der Besetzung für die deutsche Hauptrolle. Sotwa Selele und Patricia Meden haben es fast geschafft. Sie sind die zwei Finalistinnen aus über 100 Bewerbern. Ich bin tierisch aufgeregt. Ich freue mich riesig, dass endlich Finale ist und wow, alles raus kann. Oh Gott, wenn ich mich versinge, wenn ich einen der hohen Töne, die ich mir da ausgesucht habe, verbrezle. Das wird echt peinlich, glaube ich. Aber da muss man durch. Man ist menschlich. Und wenn das passiert, dann passiert's. Wenn es nicht klappt, wird's schon wehtun. Jetzt steht den beiden die letzte und härteste Prüfung bevor. Sie sind extra nach London geflogen und müssen nun vor Weltstar Whoopi Goldberg, die in den Sister Act-Kultfilmen die Hauptrolle der Dolores Van Cartier spielte, ihr Talent beweisen. Beide Damen können natürlich alle singen, alle spielen, alles tanzen, sind die richtigen Typen. Beide haben aber unterschiedliche Persönlichkeiten und haben andere Qualitäten. Und dann wird es spannend. Wer von beiden wird es schaffen, Hollywood-Star Whoopi Goldberg mit ihrer ganz eigenen Interpretation der Rolle zu überzeugen? When you're at the beginning of your career, that desire is very different. So, you know, we have two much younger women and so they will play it differently. And that's kind of wonderful. Auf der Original Sister Act Bühne im Palladium Theater geben die Kandidatinnen jetzt ihr Bestes. First rule of singing, get the rafters ringing. Toss everything in, dig down deep inside. When you've got a song worth hearing, there's one thing to do. Während die Jury sich berät, warten die Finalistinnen hinter der Bühne gespannt auf die Entscheidung. Das Wichtigste ist erstmal raus. Wir konnten zeigen, was wir können. Genau. Ist was schiefgegangen? Nee, nicht wirklich. Nee, das ist alles geil. Das ist alles fein. Echt schön. Weil die gucken manchmal sehr streng in der Jury, die sind dann immer so konzentriert. Ich gucke auch konzentriert und dann sehe ich sehr streng aus. Und es fängt ab, wenn man denkt, oh, weil jetzt irgendwas falsch wird, das ist jetzt nicht so die gut. Die merken das nicht. Ja, nee. Und schließlich hat die Anspannung ein Ende. Nach monatelangem Hoffen und Bangen werden Zoe und Patricia erfahren, wer die Hauptrolle im deutschen Sister Act Musical spielen darf. Guys, I think you did a great, long, sustaining, giving everything journey up to here. You're both great. But the one who's going to be, oh, I get emotional myself. The one who's going to be. Shall I start? The premiere in Hamburg is going to be played by Zoe. Really? Yeah. I'm part of one terrific. Die 32-jährige Zoe Selele wird die deutsche Dolores Van Cartier. Mit ihrer frischen, emotionalen Art hat sie die Jury überzeugt. Doch auch für Patricia Meden gibt es einen Trost. Sie wird als Zweitbesetzung zweimal pro Woche die Hauptrolle spielen dürfen. They're both going to be working on the show, which is great because both girls are terrific. Really good. But Zoe's going to be our premiere. Dolores, you know. Erst hatte ich total weiche Knie danach, dann war mir richtig schlecht, dann war mir total heiß, jetzt ist es mir richtig heiß im Moment. Es ist eine totale Mischung aus allem. Aber es fühlt sich saugeil an. In Zoe und Patricia hat Whoopi Goldberg würdige Nachfolgerinnen gefunden. Ab Dezember werden beide in Hamburg als Dolores Van Cartier auf der Bühne stehen und als singende Nonnen das Publikum verzaubern.